So, willkommen zur Hippodrom-Folge. Leute. Bumm. Diesmal gibt es sechs Gegner anstatt vier. Okay. Aber auch dieses sollten wir schaffen. Jetzt sogar mit mehr Hindernissen. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Was ich auch so schon gesagt habe, deswegen sage ich das sogar nochmal. Ah, in der Folge geht es komplett zu Hippodrom. Wie ich ja schon in der letzten Folge angekündigt habe, werden wir das in dieser Folge komplett durchmachen. Ich finde hier die Gegner sind ja schon einfach viel leichter. Sylvana ist doch immer im Rennen. Ja, warum auch nicht? So einmal Vollgas geben. Du nutzt meinen Windschatten nicht. Okay, bis jetzt läuft es gut. Aha. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wir haben es geschafft. Perfekt. Bayek, Brutus, Festus, Solus, Hambay. Okay, nächstes Rennen. Jetzt sogar mit Regen. Also, er wäre ein perfekter Start. Jetzt haben wir einen Unterschied. Jetzt auf Seite. Wir werden den Unterschied jetzt, dass die dazwischen nicht mal Rauch reinwerfen und es regnet. Okay. Was sollen so die Unterschiede zwischen den einzelnen Rennen sein? Spektakulär. Ah, jetzt ist es sogar noch schlimmer, wenn man in den Sand reingeht, weil der Sand jetzt fest und matschig ist. Ah, es sollte Bayek stören. Ja, natürlich. Da überrunden wir schon fast ein. Was denke ich mit dem los? Ist der Ding kaputt? Ey, was macht der da mit mir? Oh, soll uns nicht stören. Und das kriegen wir hin. Und hier haben wir wieder Regen und Sandsturm. Oh wow. Einfallsreich. Oh, jetzt haben wir sogar gar keinen. Aua. Aua. Ey, das ist Betrug.
Und habe nicht mal einen perfekten Start, weil ich gar nicht gemerkt habe, dass ich immer noch auf Gas am Drücken bin. Okay, das verkacken wir. Obwohl es 4 Runden hat. Könnte möglich sein noch. Aber dafür haben wir jetzt zu viel Schmand gebaut. Hey, jetzt. Jetzt kacken wir aber rein, ne? Jetzt die Ratte schon am Eiern. Trotzdem gucken, dass wir Platz 3 kommen. Dann gewinnen wir auf jeden Fall mit dem Punkt. Der Sivane ist doch immer im Rennen. Ja. Ja. Hier hat einer kaputt gegangen. Okay, Vorteil. Und wir kommen nicht nach vorne, ne? Was hat er uns jetzt so abgebremst? Letzte Runde. Welch glorreiches Rennen! Ich bin im Zug! Okay, geh auf Seite. Okay, Platz 4 haben wir auch. Aber weiter werden wir nicht kommen. Warte, Matze gerade kaputt gegangen. Nee. Ja, weiter nach vorne kommen wir nicht. Doch, wir haben noch die 3 erreicht. Oh mein Gott, das sollte reichen, das sollte reichen. Knapp, ey. Sol Ingerius Carus Magnus. Das große Rennen von Canopus. Kannst du dir Sol Ingerius Auszeichnung verdienen? Natürlich. Natürlich können wir das. Die, die aus dem letzten Ding verloren haben. Aber das sieht schön aus. 3, 2, 1, 0. Perfekter Start. Okay. Aber viel Einfallsreichtum haben die hier nicht, ne? Hallo? Den zerstört oder? Ach nee, wir wurden runtergeworfen. Ey, das ist ja dreistes Rennen. Die Runde können wir schon gefühlt gar nicht mehr gewinnen. Einfach alle schneller. Hallo. Das bleibt da stehen. Von diesem Rennen wird man noch in Jahrzehnten schwärmen. Wer wird wohl gewinnen? Nee, das können wir auf jeden Fall neu starten. Jo, das können wir neu starten. Der Sieger hat alle anderen bezwungen.
Jo. Nochmal. Dann halt noch einmal. Drei, zwei, eins. Okay, das war Scheibenkleister. So. So, hier in der Mitte ist auch noch Fläche, wo wir nicht drauflaufen können. Ach so, das ist nice to know. Da drückt er mich weg. Junge, ich weiß, in welchem ägyptischen Haus deine Mama wohnt. Passet auf, was du machst. Hier mittig laufen. Okay, jetzt läuft es. Nee, schnell wieder auf die normale Streifen hier. Ich würde leider auch gerne mehr kommentieren, aber das ist hier echt fast unmöglich. Nein. Ihr bleibt alle hinter mir, ihr bleibt alle hinter mir, ihr bleibt alle hinter mir, ihr bleibt hinter mir. Ja. Okay, da hatte ich aber jetzt nicht so guten Start. Der Seite. Frage mich eigentlich auch, wer benutzt eigentlich das hier? Mich zu schützen? Ich eigentlich nicht. Das sind diesmal vier Runden. Komm her. Und damit wäre noch eine Runde geschafft. Ey, die kratzen mir aber hinten rum, ne? So, aber das haben wir easy gemacht. Der Sandsturm, der macht hier aber gerade schon echt zu kämpfen, ne? Ja, natürlich. Natürlich beenden wir eine weitere Runde. So, und mit vier Pferdestärken machen wir? Ach, wir sind jetzt erst in der vierten Runde. Alexandria? Ich sag Alexandria. Ich finde, Alexandria hört sich jetzt besser an als Alexandria. Englisch und Deutsch in einem. Nein, nein. Was macht er mit mir? Was macht er mit mir? Das schaffen wir. Schaffen wir.
Und das letzte. Ja, ich hatte verdirbten Betrug. Die machen jetzt sogar Feuer. Ey. Okay, aber dritter Platz muss drin sein, weil. Sonst haben wir womöglich, je nachdem wer als erstes ist, zu wenig Punkte. Warum brenne ich? Okay, das brennt es aus. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die bewusst in Ägypten schon gemacht haben. Also klar, schon irgendwie. Aber ob das alles so gut lief? Komm, Windschatten. Gib mir Windschatten. Nein, ausweichen. Ja, der Sivana kommt nach vorne. Das ist da oben, wo mein Platz gehört. Hä? Okay, auch wenn wir da reichlich reingeschissen haben. Hä? Das Pferd hat das Feuer berührt? Aber nö, mein Wagen bekommt Feuer ab, ne? Ja, da vorne ist gerade, ne? Dieses Rennen wird unvergessen sein! Immer schön innen. Weil innen kannst du so gut dann aufholen. Vor allem, wenn du echt wenig Gas dann nimmst und dann driftest, dann kommst du gut nach vorne. War theoretisch auch schon wieder viel zu spät, ja. Okay, zweiter Platz. Gesamtwertung sind wir trotzdem Erster. Jetzt kommt das Kudos zu Finale. Aufs Freundesherausforderung. Ich bin keine Freundin. Okay. Ein alterwürdiges Rennen im persischen Stil. Kannst du Darios Gunste verdienen? Komm, das gewinnen wir. Ach, aber da wird bestimmt jedes Rennen 4 Runden sein, ey. Bim. Das sieht aber schnieke aus. 3, 2, 1, und warum brennen wir hier schon? Oder allgemein der Teilbedingung hier. Okay, wir gehen jetzt nach hier. Wir so eng wie eben. Komm, gib Gas, Bike. Wir gehen aber trotzdem die enge Kurve. Aber wenn wir dadurch ein bisschen Speed verlieren. Aber ich gehe schon. Das war eine gute Kurve. Die Sonneneinstrahlung gerade, das sieht echt gut aus. Ah, Speed verloren. Speed verloren und wir brennen, oder? Nein! Natürlich verlässt uns das Glück nicht, weil wir sind gut. Wir haben einfach können. Und Leute, die mich privat kennen, wissen, wie viel Pech ich eigentlich habe. Aua, aua.
Nein, 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 lauf, lauf, renn, Pferde. Es war eine echt schlechte Runde. Da will ich nicht drauf. Aber ich will. Ich muss noch hin, ich muss noch hin. Das Rennen ist vorbei! Nein! Ganz knapp. Aber ist ja. Nein, wir sind noch Erster geworden? Okay. Da will ich doch nicht Nein zu sagen. 3, 2, 1, auf geht's! Was ist das? Also jetzt mal ganz ernst. Erstens fackeln wir hier gerade die halbe Arena an. Zweitens, so Konstrukte, das können die doch nicht im Ägypten gehabt haben. Genau das. Und das ist vor meiner Nase wieder weg gewesen. So. Aber du gehst jetzt auch weg. Geh weg! Okay. Geh. Alter, hab ich ihn weggerammt. Nein, der hat mich runtergerammt. Warum? Betrug. Ich seh nicht wohin, Was machen die da? Hallo? Betrug. Ja, wenn das so weitergeht, können wir echt schon neu starten. Nein, das will ich ja eben nicht hier neu starten. So. Hallo! Bro, was macht er hier? Ich bin Letzter. Ja, wir wollen das Hippodrom betreten. Da! Oh, auch wenn es hier nur zum Drachmen verdienen ist, aber Gewinn ist Gewinn, ne? Ich konnte hier gerade durch den Mund gucken. Okay, das war ein schlechtes. Schlechter perfekter Start, weil. Er war ja nicht perfekt. Okay. Ja, ist gut. Der Sivaner beendet eine weitere Runde. Doch, wir können nicht. Doch, wir können natürlich. Aber schnell wieder ausgewählt. War zu spät. Wir bleiben jetzt auf der rechten Spur. Das Glück hat sie noch nicht verlassen.
Dann schauen wir einfach mal, wie die äußere Spur ist. Nämlich jetzt reingehen. Nee, ich will innen bleiben. Der kratzt mir doch nicht am Hintern. Ja, drückt mich auf die äußere Spur, danke. Gehen jetzt hier gleich rein. Mal sprinten, damit wir keinen Geschwindigkeitsverlust haben. Okay. Das reicht auf jeden Fall für den ersten Platz. Der listige Sivana ist erster! Ja, ist ja auch natürlich klar. Das andere war einfach nur Betrug. So, Rennen 2 von 3, oder? Ich hoffe mal, dass es nur 3 sind. 3! Ja, das war ein perfekter Start. Kein Ausdauerverlust, yes. Das ist schon wieder Betrug, ne? Feuer, geh weg. Mach. Ey, die drücken mich so ekelhaft weg, ne? Ey, hallo? Stau auf der Autobahn. Oh mein Gott, vor meiner Nase. Ja, hohohoho. Gehen. Früh rein, komm, sprinte wieder, sprinte wieder. Könnte mir ein, zwei Plätze gut machen. Egal, brennen wir halt. Dadurch, dass wir jetzt hier schön innen sind, sind wir auch wieder auf dem ersten Platz. Das Ding ändert sich jetzt, deswegen haben wir hier hinten. Der hat sich wieder genau vor meiner Nase geändert. Hallo. Ey. Das war maximal Betrug. Noch eine Runde. Dieses Rennen wird unvergessen sein. Ja, es wäre unvergessen, wenn es glatt laufen würde. Okay, okay. Okay. Zweiter Platz bin ich noch gut mit. Erster Platz wäre besser. Und mit dem zweiten Platz wäre ich auch noch gut. Nein, kein dritten, kein dritten. Kein dritten. Natürlich dritter, ne? Kein guter Tag für den Sivana. Das heißt, wir müssen jetzt erster werden. Ja, das sollen wir sein. Ach, 5 Runden auch noch. Okay, geil. Okay, der hat einen Fehler gemacht.
für Endspur. Das ist gar nicht gut. Das war aber... Was macht der? Dann werden wir angefangen. Betrug, oder? Oh, ich stand gerade wieder runter. Geh da rüber. Das ganze Ding brennt gleich weg, ne? Nein, komm wieder rauf, komm wieder rauf, komm wieder rauf, komm wieder. Bayek, Bayek, Bayek. Ja, wir müssen nach vorne, wir müssen nach vorne. Natürlich. Ja, man wird doch komplett abgebremst. Ach, was ist das für ein Schmann? Komm nicht mal nach vorne. Doch, ich bin zwei Plätze nach vorne. Ich hab dich weggeschubst. Ich muss schon sagen, warum fliegen wir raus? Komm, renn weg, Junge. Hier fast spannender als ein Autorennspiel hier. War klar. Aber wir sind innen, wir sind innen. Was? Achso, wir haben jemanden rausgeschubst. Aber es hängt die Kamera raus. Können wir jetzt keinen Fehler machen. Wir haben sogar einen rausgeschubst. Oh mein Gott, wir haben's. Ich dachte erstmal, da wäre irgendwas passiert und das, ich war eben so geschockt, als da das Ding da kaputt gegangen ist. Ey, wir haben es geschafft und haben dadurch ein legendäres Pferd. Es gibt noch ein... Das wird dann Sache für die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier im Hippodrom.